Hallihallo Leute, hier ist nicht die Eule, aber ich werde heute bekocht von ihr. Ja, hallihallo Leute, hier ist die richtige Eule, was geht? Ja, herzlich willkommen zum neuen Kochvideo von uns diesmal, Kampfdrohne und die Eule. Und zwar machen wir heute Kartoffelgratin. Das ist eine schwere Aufgabe, denn seine Frau sagt, sie steht richtig auf Kartoffelgratin und ich soll mich anstrengen, dass das bloß lecker schmeckt. Wenn es nicht lecker schmeckt, dann liegt es an so Sachen wie Schlagobers, gibt es bei uns gar nicht, ist bei uns Sahne. Ja, was haben wir denn jetzt alles an Zutaten hier? Kartoffeln haben wir nicht abgewogen, müsst ihr gucken von der Menge her, wie viel ihr braucht. Dann brauchen wir Sahne, könnt ihr frische nehmen oder diese haltbare Sahne. Dann brauchen wir ein bisschen Butter, eine Knoblauchzehe. Dann Raisins. Dann brauchen wir noch Parmesankäse, der kommt da oben drüber, Salz, Pfeffer und Muskatnuss brauchen wir noch. Wenn es das hier gibt. Ja, das hört sich nicht gut an. Passt die Chefin des Hauses von? Nee. Ach, wohl nicht. Oh. Da kommst du auch immer mit den Sachen zum Schluss mit den Feinheiten. Nur Basis hier, siehst du, nur Basis. Ja, das ist ums teure Geld. Ja. Kostet übrigens hier 1,19 so ein Paket. Bei uns schön im Angebot 42 Cent. Nee, haben wir nicht. Also Muskatnuss kann man reinmachen, muss man nicht. Wenn es nicht schmeckt, liegt es an der Muskatnuss. Ja, und dann fangen wir jetzt mal gleich an und ich zeige euch, wie es geht. Ja, und da sind wir wieder. Wir fangen mal an. Und zwar einmal die Auflaufform hier schön mit Butter ausstreichen. Überall. Damit das nachher schöner rausgeht. Schmackofatz. Schmackofatz. So, das Gratin ist auch schon fertig. Wir kochen mit Butter. Stopft euch die Kartoffel rein. So, dann nehmen wir die Knoblauchzehe und reiben das drüber. Ja, jetzt reibst du den Knoblauch mit der Butter an. Ja. Nein, es geht einfach nur darum, dass dieser Knoblauchgeschmack halt eben da auch schon mit drin ist. Und an der Pfanne haftet. Genau. Dann machen wir das nachher noch kurz in die Sahne mit rein. Weil jetzt hast du nachher einen richtig schönen Knoblauchgeschmack, weil nicht so... Läuft, aber nicht so penetrant nachher, also es ist ein angenehmer Knoblauchgeschmack. Deswegen. Vor allem Leute, lasst nie einen Koch in eurer Küche kochen. Der ist nur am Meckern. Nee, aber der lasst immer die Urwirtschaft. Was? Es schmeckt lecker, aber dann geht er. Und wer hat den Abwasch und die Putzerei über? Das stimmt doch gar nicht. Ja, also wie gesagt, Butter rein, den Knoblauch ausreiben, so, und dann könnt ihr dann drüber kommen. Und dann nehmen wir nämlich... Das war meine Frau. Damit ich die besser schneiden kann, okay? Das ist ja doch griffig. Ja. Handfest. So. Dann müsst ihr einfach nur zusehen, dass ihr die... Ihr könnt die auch ganz lassen, nur ist es einfacher, wenn ihr die halbiert oder unten halt eben so ein Stückchen abschneidet, damit die gerade liegen. Und dann müsst ihr die nur in eine recht dünne Scheibe schneiden. Ohne halt den Nagel abzuzwicken. Genau. So, und wenn ihr wollt, kann man die dann so nehmen und so da reinlegen zum Beispiel. Alles schön glatt oder einfach reinballern. Ich bin für reinballern, weil geht schneller. Und wir haben Hunger. Wir haben Hunger, genau. So, aber wir machen es jetzt erstmal hier ins Wasser rein, weil ich ein bisschen mehr schneiden muss. Und ja, wenn ich fertig bin damit, dann melden wir uns nochmal kurz. Hat das schon blind gemacht, jo. Ja, und hier sind wir schon wieder. Und jetzt machen wir nämlich die Sahnemischung fertig. Ich nehme jetzt mal so zwei Pakete Sahne. Das sieht man, ich mache das zu Hause mal so. Dann ist das weg. Schön mit dem Fuß. Die Sahnemischung machen wir jetzt. Das ist ja alles war ein ganz anderes Equipment hier und so. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Die Eule ist nicht anpassungsfähig. Nicht anfassungsfähig. Genau, anfassen auch nicht. Nur gucken, nicht anfassen. Jetzt machen wir Salz rein. Da müsst ihr schauen, das muss richtig salzig schmecken. Also quasi leicht übergesalzen, weil das nachher in die Kartoffeln mit reingeht, weil die nicht gewürzt sind. Also da braucht ihr keine Angst haben, wenn das zu salzig ist, dass es nachher nicht schmeckt oder so. Probieren wir mal. Okay, da kann noch was rein. Anderen Finger.
Bei 5? Kleine er schaut noch nicht aus wie ein Chinese, also sollte noch ein bisschen Salz rein. Ein bisschen kleiner. Ja, so muss er bleiben. So, dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer rein. So, und dann mache ich zum Schluss immer noch ein bisschen die Knoblauchzehe rein, dass die noch ein bisschen Geschmack abgibt. Und jetzt könnt ihr mal rüberkommen. Jetzt nehmen wir nämlich hier die schönen Kartoffelscheiben und ballern die da rein. Auf dem Boden. Du fallst doch einmal unseren kleinen lebenden Staubsauger da. Stimmt, genau. Der wurde aus der Küche verbannt. Der wurde aus der Küche verbannt. So. Schön runterdrücken das Ganze. Ich will einen Handabdruck oben haben dann. Das Deko. Das kriege ich nicht hin. So. Und dann nehmen wir die Mischung. Ihr könnt auch gerne hier diese Sahnemischung, könnt ihr auch noch eher machen, damit der Knoblauch noch mehr durchzieht in die Mischung. So, den holen wir jetzt wieder raus. So, und kippen das einfach drüber. Ich glaube, zwei Pakete reichen. Schwimmt schön alles. So, und jetzt machen wir noch den Käse drauf. Ich die Packung aufkriege. Bei mir läuft nicht alles perfekt. Ihr habt in einem anderen Haushalt, ne? Über Land. Da hast du aber eine Schere in der nächsten Lade. Schmeckt auch so. Schmeckt auch so. Brauche ich auf Arbeit nicht, brauche ich auch nicht. Bist du deppert, Alter. Scheiß, pack auch nicht auf, Mann. Ja, gut, dass du das jetzt umdreht hast, dass wir gerade keine Werbung machen. Ta-ta-ta-ta. So. Nicht nehmen, wenn es schnell gehen muss. So, und den einfach jetzt oben drüber. Action-Cam jetzt hier schön nach. Direkt an der Hand. Aus dem Sackerl raus. So. Jo. Das müsste reichen. Das war's. Jetzt machen wir das noch im Backofen rein und warten halbe Stunde, 45 Minuten würde ich sagen. Bei 200 Grad. Und dann schauen wir gleich nochmal nach, wie das geworden ist. Ja. Das Gratting war jetzt 45 Minuten ungefähr drin, halbe Stunde ungefähr auf 200 Grad und dann habe ich es runtergedreht auf 150 und so sieht das Ergebnis aus. Wie ich finde, sehr lecker, duften tut's gut. Es riecht besser, als es aussieht noch. Obwohl es schon von der Optik... Ja doch, das sieht schon... Kann man so lassen. Ja, das war's von uns, weil wir gehen jetzt essen. Guten Hunger. Guten Hunger und ciao.